Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Halten und Parken? Die Unterscheidung zwischen Halten und Parken ist in § 12 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung geregelt. Halten bedeutet, dass das Fahrzeug nicht verlassen werden darf und auch nicht länger als 3 Minuten stehen darf. Ansonsten haben wir ein Parken. Das heißt, wenn ihr schnell zum Bäcker lauft, euch euer Brot holt und in weniger als 3 Minuten zurück seid, habt ihr trotzdem euer Fahrzeug verlassen und damit liegt ein Parken vor. Läuft euer Beifahrer schnell zum Bäcker und kommt in weniger als 3 Minuten wieder, um euch euer Brot zu bringen, dann haben wir ja nur ein Halten. Beim Thema Halten und Parken müsst ihr auch die dazugehörigen Verkehrszeichen beachten. Es gibt ein absolutes und ein eingeschränktes Haltverbot. Beim eingeschränkten Haltverbot dürft ihr nur 3 Minuten dort stehen und das Fahrzeug nicht verlassen. Bei einem absoluten Haltverbot dürft ihr dort nicht stehen, auch nicht nur kurz. Es gilt ein absolutes Haltverbot. Bei einem Verstoß gegen ein solches Haltverbot droht euch ein Verwarngeld von mindestens 25 Euro. Und es kann sogar zu einer teuren Abschleppmaßnahme kommen. Seht ihr also das nächste Mal ein solches Verkehrszeichen, dann fragt euch besser,